Hier sind der SV Eintracht Trier und die TuS Mechtersheim. Es ist Samstag, der 23. September 2017, 14.15 Uhr, um genau zu sein. Eintracht Trier empfängt zu Hause den TuS Mechtersheim. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen, Niklas Stilz. Und bei mir da ist Alexander Heinen. Hi Ali. Ja, hallo Niklas. Ich springe heute für den etwas kränkelnden Benny Judith ein. Der steht hier ein paar Meter weiter von mir. Aber ja, heute bin ich nochmal am Start. Am Freitag dann wieder der Benny. Ja, die Mannschaften sind gerade eingelaufen. Und ja, können wir eigentlich direkt zur Mannschaftsvorstellung gehen, oder? Genau, das machen wir so. Unser SVE, da fehlen die ganz großen Änderungen im Vergleich zu den letzten Partien. Wir rechnen da aktuell mit einem 4-4-2-System im Tor. Da ist natürlich wieder Andrei Popescu unsere Nummer 1. Dann auf der linken Abwehrseite Kevin Heinz, wie gewohnt, die Viererkette bestehend aus rechts Adam Busit und in der Mitte Josef Sina und Simon Maurer. Auf der 6- bzw. 8er Position im Mittelfeld, da erwarten wir Felix Fischer und Athanasios Nutzos. Auf der rechten Angriffsseite da vermutlich Georgi Liras, auf links Leo Luca Diefenbach und vorne im Angriff dann Top-Torjäger Jan Brandscheid, an der Seite von Luca Sasso Sand. Bei der TuS Mechtersheim beginnt im Tor mit der Nummer 1 Peter Klug. Die Nummer 3 trägt der Luxemburger Jury Stiens. Mit der Nummer 6 Christopher Fried. Die Nummer 10 hat Yannick Immel. Mit der Nummer 15 Yannick Marx. Die Nummer 17 Kevin Selzer. Die 18 Erik Feth. Mit der 19 Lukas Metz. Die 22 hat Marc Barisic. Die 32 direkt Kevin Schwem. Und last but not least mit der Nummer 33 Dennis Sommer. Und da war auch schon der Anpfiff durch unsere Eintracht. Saki Nutzos mit dem ersten Passversuch in die Spitze wird leider abgefangen. Deswegen gibt es zunächst den Einwurf für unsere Eintracht. Noch ein paar kurze Worte zu den Gästen zu verlieren. Es gibt eine Besonderheit, denn die haben schon länger nicht mehr gespielt. Das letzte Spiel, das war am 3. September, also ganze 20 Tage her. Denn ihr letztes Spiel gegen die TuS Mechtersheim, die wurde verlegt. Und ja, ich bin gespannt, ob das heute zu einem Faktor wird. Das kann ja immer in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen, in Sachen Spielpraxis oder auch in Sachen Regeneration. Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ali, sind eine Menge Unbekannte heute mit dabei beim TuS Mechtersheim. Unter anderem ja auch eine der großen Unbekannten ist der Trainer, das ist Selim Öztürk. Es ist erst sein zweites Spiel auf der Bank des TuS Mechtersheim, das allererste in der Oberliga, sein Debüt, das gab es unter der Woche beim Verbandspokalspiel des TuS Mechtersheim gegen den VfR Kirft, war es glaube ich, 4-1 haben die Mechtersheimer da gesiegt, aber heute ist er das erste Mal mit dabei. Der langjährige Cheftrainer Manfred Schmidt, der hat nach einer 1-4 Heimpleite gegen den FC Karbach Ende August von sich aus die Reißleine gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Jetzt also der 31-jährige Deutsch-Türke Selim Öztürk an der Seitenlinie bei den Mechtersheimern. Mechtersheim, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, glaube ich, ein Stadtteil von Römerberg, nächstgelegen zu Germersheim, also am Rhein, nahezu Rheinhessen. Und ja, die letzten Duelle gegen Mechtersheim, die gab es in der Oberliga-Saison. Ich glaube, wir haben damals das letzte Auswärtsspiel dort gewonnen. Ich habe da, glaube ich, noch was grob in Erinnerung. Es war auf jeden Fall eine lustige Auswärtsfahrt, das weiß ich noch. Damals hat TuS Mechtersheim auch die beiden Korte-Brüder ausgebildet. Raphael und Gianluca Korte, früher Zweitligakicker bei Eintracht Braunschweig, heute in Diensten, ich glaube, von Saarbrücken und von Waldhof Mannheim. Ansonsten gibt es bei der
TuS Mechtersheim noch Erik Feeth. Das ist ein sehr erfahrener Oberligastürmer, hat auch schon zweimal genetzt in der Saison. Insgesamt stellt es sich so dar, dass Mechtersheim aktuell den 12. Tabellenplatz belegt. Unser Cheftrainer Dominik Paulus sieht die Mechtersheimer so ein bisschen underrated. Er rechnet eher damit, dass sie noch ordentlich in Tabelle klettern werden, denn er sagt, ja, das ist eigentlich eine sehr erfahrene Oberligatruppe. Jetzt Diefenbach, ja, schön abgelegt auf Lyras, Körpertäuschung, Flanke in die Mitte und da, der geht leider einen Tick zu weit über die Querlatte. Aber die erste schöne Kombination hier im Moselstadion. Ja, ich denke, den Dominik wird hier Pauli verzeihen. Oh, Entschuldigung. ich hoffe doch. Dominik gesagt, Entschuldigung. Das kann passieren. Er wird es dir auf keinen Fall übel nehmen, da bin ich ganz sicher. Ja. Aber inhaltlich, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Pauli hat es im Vorfeld angesprochen. Er rechnet damit, dass die Gäste am Ende dieser, ja, trotz des 10. Spieltags noch recht jungen Oberligasaison unter den Top 6 zu finden sein werden. Haben noch mal kurz im Blick, oh, ja, wir warten noch eben den Angriff ab. Hereingabe, gut aufgepasst da von Adam Bouzid. Das war nicht ungefährlich, Nutzers. Ja, du sagst es. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist die taktische Aufstellung unserer Eintracht, denn wir spielen nicht mit zwei Spitzen, wir spielen mit einer und das ist Luca Sasso Sand und dahinter dann eine Dreierkette mit Jan Brandscheid, Lyras und, nee, doch, Lyras und Diefenbach und Nutzers dann ein bisschen tiefer zusammen mit Felix Fischer vor der Abwehr. Ja, wer weiß, also es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass Saki Nutzos hier tendenziell was tiefer stehen soll. Der hat ja bereits seit geraumer Zeit Probleme im Zehgelenk, hat da eine sehr, sehr schmerzhafte Entzündung. Okay. Und hat nach dem Pokalspiel in Bitburg ziemlich heftige Schmerzen gehabt, ist jetzt nur ganz kurzfristig in die Mannschaft gerückt. Überhaupt war bis zur letzten Sekunde fraglich, ob Saki hier spielen kann. Vielleicht deswegen die Ausrichtung. Gute Kombination da zwischen Liras und Heinz. Brandscheid rückt weit ein. Jetzt kommt der Ball zu Fischer. Der nimmt noch mal kurz das Tempo ein bisschen raus. Ja, da war ein bisschen viel Verkehr, sonst hätte er auch direkt schießen können. Aber, oh, jetzt Ballverlust von Liras und der zieht dann das taktische Foul und hat hier Glück, dass er nicht direkt die gelbe Karte sieht. Ich glaube, bei Spielminute 35 wäre das eine sichere gelbe Karte gewesen. Aber jetzt in der sechsten Spielminute, ja, hat der Schiedsrichter ja noch ein bisschen die leichtere Gangart und unterlässt die frühe gelbe Karte. Gut gemacht von Georgi Liras. Oh ja, scharfer Rückpass da, Sasso Sand mit vollem Einsatz, so gehört sich das. Ja, und jetzt ist er natürlich im Abseits, geht nicht an den Ball. Genau, aber jetzt kommt Diefenbach hinterher. Ja, Handspiel, aber kann er nicht pfeifen, stattdessen dann das Foulspiel gegen Josef Sinar. Ja, da haben die Mechtersheimer den Freistoß nicht schnell ausgeführt, das ist immer eine ganz, ganz gefährliche Situation, wenn die Abwehr noch nicht geordnet ist und dann, ja, die Abwehr überrumpelt wird, aber wir haben Glück gehabt, der Ball dann doch recht schnell wieder unseren Reihen. Jetzt ist er aber wieder weg. Aber ich finde, dass Mechtersheim hier schon in den ersten Minuten zeigt, dass sie durchaus mitspielen wollen. Also das ist nicht so wie manch andere Mannschaft, die man hier Moselstadion diese Saison schon gesehen hat, sondern guck mal, die stehen auch weitaus höher, wenn du dir das so anschaust, ne? Ja, ist eher die Kategorie Dieflin, denn die Kategorie Eppelborn, um es mal vereinfacht auszudrücken, für ja, den regelmäßigen Eintracht-Zuschauer. Also wie du schon gesagt hast, der TuS, der ist hier darauf bedacht, mitzumachen, seine spielerische Qualität hier heute in die Waagschale zu werfen. Aber auch der SVE, der hat, wir haben es schon angesprochen, keinen Grund, hier nicht mit breiter Brust aufzutreten. Die letzten beiden Heimspiele, die wurden deutlich gewonnen, jeweils mit 3:0 gegen den FV Eppelborn und den FC Karbach. Jetzt toller Weiterball auf Liras. Ah, und schade, der kommt da gegen Peter Klug. Ja, den hat nicht mehr richtig hin, nachdem er sich den schön vorbeigelegt, genau, hatte, gut mitgenommen hat. Aber war natürlich auch schwer, also kein Vorwurf da an Georgi Liras. Ja, und wir haben eben über die breite Brust gesprochen des SVE, die ist aber eben nicht nur breit, sondern die ist vor allen Dingen auch beflockt, Ali.
Ich hoffe, dass sie breit und beflockt ist. Genau, wir haben nämlich einen neuen Trikotsponsor seit dieser Woche. Das heißt, seit gestern offiziell wurde er vorgestellt. Und ja, es ist Lisa Styles. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen. Du hast schon ein bisschen mehr Kontakt gehabt mit der Firma Lisa. Genau, also die Gebrüder Lisa GmbH ist die Firma hinter der Marke Lisa Style. Ein Unternehmen spezialisiert auf alles, was mit Lackieren und mit Autos zu tun hat im weitesten Sinne. Also die Firma von Geschäftsführer Silvan Lisa, Trierer Familienunternehmen, gibt es inzwischen seit 65 Jahren in Trier, gegründet von Opa Otto Lisa, jetzt wie gesagt in dritter Generation, geführt von Silvan Lisa und Hauptbestandteil der Aufgaben, die sie übernehmen, ist Unfallinstandsetzung und wie er mir persönlich gesagt hat, sie lackieren so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also wenn ihr was daheim habt, sei es euer Auto, euer Moped oder ein Möbelstück, meldet euch bei der Familie Lisa, bei der Gebrüder Lisa GmbH, beim neuen Eintracht-Trikotsponsor. Und ihr bekommt beste Qualität und besten Service. Und das auch noch in Blau, in Schwarz und in Weiß. Ja, hartes Einsteigen da von Lukas Metz gegen Kevin Heinz. Der Ellenbogen, der ging da schon durchaus in Höhe des Nackens von Kevin Heinz. Ja, der Schiedsrichter schaut jetzt auch nochmal nach Kevin Heinz, aber es geht weiter für unsere Nummer 3. Was aber gerade wieder sehr schön zu sehen war, ist, wie hoch oder wie stark Kevin Heinz im Vorwärtsgang dann nach vorne schiebt. Es geht wieder sehr viel über unsere linke Seite. Kriegt er den? Ne, der geht leider aus. Ah, schade, Leo Luca Diefenbach mit dem Fuß dazwischen, aber der war dann zu flott. Ja, du sprichst es schon an mit der linken Seite. Es ist durchaus auffällig, dass auch Diefenbach sich aus der Zentrale tendenziell eher auf die linke Seite orientiert. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen auch ein asymmetrisches System. Das heißt, die linke Seite eher ein bisschen stärker besetzt als die rechte, insbesondere dann im Angriffsspiel mit Liras und Diefenbach und Kevin Heinz. Mhm. Also gleich drei Mann, die hier über Linksmeter machen. Tolle Bewegung von Felix Fischer, gut gesehen. Hat direkt zwei Mann aussteigen lassen, hat dann der Fehlpass. Jetzt und saubere Ballannahme da von Sasso Sand. Und jetzt fault Josef Sina den Kapitän. Der Mechtersheimer Erik fehlt von hinten. Hat Mechtersheim schnell kombiniert. Und der Schiedsrichter lässt die gelbe Karte noch stecken. Moment, jetzt wird Jupp nochmal zum Schiedsrichter zum Rapport bestellt. Ja, es gibt noch mal eine Ermahnung für die Nummer 5. Sagt, okay, schieben, nicht von hinten schieben. Also, weiter geht's. Plus Mechtersheim in der Vorwärtsbewegung. Ah, schöne Körperbewegung da von den Gästen. Brandscheid. Ich setze jetzt den Brandscheid, den Brenny, ordentlich unter Druck da auf der rechten Seite. Und die holen immerhin aus dieser Aktion noch den Einwurf raus. Einwurf auf Höhe des 16ers. Und so wie es aussieht, wird er weit reinfliegen. Der Spieler nimmt viel Anlauf. Müsste eigentlich ein Ball für Sina sein. Genau so ist es. So, was macht Lyras aus der Kontergelegenheit? Gibt es die Kontergelegenheit? Aber das sieht schlecht aus. Ja, wird direkt von zwei Leuten angelaufen. Na, war Mechtersheim gedankenschnell, hat gut nach hinten gearbeitet. Deswegen keine Chance für Georgi Liras. Ja, hat er aber noch gut gelöst, würde ich sagen. Also da den Einwurf rauszuholen, viel Tempo aufgenommen. Also ich sag mal davon, dass er Probleme hatte. Auch er musste ja gegen Bitburg kurz vor der Pause, 42. Minute, ausgewechselt werden, weil er sich auch schon eine ganze Weile mit einer leichten Verletzung im Hüftbeuger rumplagt. Und bei ihm, da war Daniel Paulus überhaupt nicht optimistisch für die Partie heute. Umso besser, dass er doch auf dem Feld steht. Und zumindest in den ersten Aktionen ist bei ihm von einer Verletzung nicht viel zu sehen. Das beruhigt uns alle. Ja.
Spielaufbau. Wie gewohnt, läuft meistens über den Kapitän, läuft meistens über Simon Maurer. Auch hier wieder Bewegung von Maurer ist nicht schlecht. Ah, dann schießt da Felix Fischer da ab. Ja. Wollte, glaube ich, den Ball lang spielen. So, jetzt die Flanke. Ja, gut verlängert da vom Kapitän von Erik Veth. Ja, dann kam von Kevin Selzer mit der Nummer 17. Jetzt geht's über die andere Seite, aber gut gemacht da von Adam Buzid im Zusammenspiel mit Jan Brandscheid. So, jetzt löst Nutzers das, klasse. Geht in den freien Raum und hat jetzt das Auge für Liras. Kommt großartiger der an? Ball. Ah, nein, 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 nein. Das habe ich aber anders gesehen. Ja, vielleicht ein guter Moment, um auch den Unparteiischen kurz vorzustellen, der hier gerade auf Abseits entschieden hat. Das ist Julian Geid. Assistiert wird dem Schiedsrichter heute von Justin Joel Hassmann und von David Estes. Wir lassen das einfach mal so stehen. Aber trotzdem ziehen wir nochmal das Positive aus der Situation. Das war wirklich ganz fein gelöst von Antanasios Nutzos. Geht in den freien Raum und dann hat er das Auge. Vielleicht bei der nächsten Situation haben wir ein bisschen mehr Glück und Liras oder ein anderer steht nicht im Abseits, weil ansonsten wäre der Georgi fast frei auf den Torhüter zugelaufen. Ja, das muss man natürlich sagen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass der TuS hier mitspielen will, dass man nicht nur hinten drin stehen möchte. Und das schafft logischerweise, insbesondere im Mittelfeld, immer wieder Räume, in die dann Saki Nutzos, aber auch Felix Fischer mal vorstoßen kann. Also man merkt schon, diese ersten 8-9 Spiele, die er in der Oberliga gemacht hat, klasse Ball jetzt hier von Nutzos für Kevin Heinz. Ah, gute Bewegung, klares Foul. Das könnte jetzt eigentlich auch schon die gelbe Karte geben, aber er lässt sie noch in der Tasche, der Schiedsrichter Julian Geid, denn wenn der Mechtersheimer da das Bein nicht stehen lässt, dann geht er nämlich auch in Richtung Strafraum, und zwar auf direktem Wege. Ja, Lukas Metz ist das gewesen. Ah, danke, ich habe es nämlich nicht gesehen. Zuletzt 2 Treffer erzielt beim 4:1 Auswärtserfolg beim SV Gonsenheim des TuS Mechtersheim. Aber wir schauen uns zunächst mal diese Standardsituation an. Getreten natürlich von Nutzos. Der Ball kommt weit für Maurer. Ja, schade. Nicht ideal gelöst vom Captain da. Da hat er eigentlich viel Platz gehabt. Trotz allem nicht wirklich Druck hinter dem Ball bekommen beim Kopfball. Ja, aber die war auf jeden Fall einstudiert, die Variante. Man kann ja schon sagen, das ist auch in Gonsheim so ein bisschen ein Problem von uns war, weil Standardsituationen hatten wir eigentlich relativ viele, aber so wirklich Gefahr daraus generieren, konnten wir in Mainz nicht. Ja, hast du vollkommen recht. Ja, ich denke mal, dass das Pauli da auch während der Woche nochmal dran gearbeitet hat. Da muss man sagen, das war ja schon in der letzten Saison, insbesondere in der Hinrunde, so ein bisschen unser Sorgenkind mit den Standards. Kann man so sagen, ja. Also, das hat hier so langsam Tradition. Ja, wäre doch schön, wenn wir da mal wieder ein bisschen gefährlicher werden würden. Mit Nutzos. Ja, Entschuldigung. Wir brauchen einfach Thorsten Wittek zurück. Er hat immer so viele Freistöße geschossen. Nein, Spaß beiseite. Du kannst ihn ja einfach mal anrufen. Ja, ich habe noch irgendwo die Handynummer rumfliegen. Beziehungsweise der Dominik Göder, der hat die ganz bestimmt. Ist das so Sand? Lässt sich mal ein bisschen fallen. Oh, weiter Ball von Maurer für Heinz. Ja, diesmal hat der Assistent da, glaube ich, angedeutet weiterlaufen. Kriegt uns aus den. Ja, klasse gelöst. Also auch bei ihm gilt dasselbe wie für Liras. Kaum zu erkennen, dass er hier Verletzungsprobleme hatte. Glück gehabt da jetzt von Felix Fischer. Ist mir kurzzeitig wieder das Herz in die Hose gerutscht. Ja, war der Ball fast weg. Ja, das hat man auch gesehen. So, jetzt Liras orientiert sich mal ins Zentrum. Körpertäuschung. Ja, klasse Bewegung. Oh ja, das war dann aber auch einfach. Also ja, gutes Dribbling von Liras, aber dann hat er dann nur den Kontakt gesucht. Ja. Er hat manchmal noch das Problem, dass er
ja, sich ein bisschen zu spät vom Ball trennt. Ein bisschen zu verspielt, du sagst es, ja. Ja, und jetzt hier Schiedsrichter hat diese schnelle Variante zurückgepfiffen da. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass der Ball komplett zu Gute. Ja, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Gab da Diskussionen jedenfalls mit Sinar und auch mit Nutzos. Kevin Heinz war ebenfalls alles andere als begeistert. Er hatte da den Weg zwischen die Linien gemacht, beziehungsweise hinter die Abwehr. Und Freistoß Nutzos, daran können wir uns erinnern, vor 2 Wochen gegen Karbach. Da hat das gut geklappt. Nutzos probiert es wieder direkt, aber diesmal gute 2 Meter über das Gehäuse von Peter Klug. Das war auch nochmal eine ganze Ecke weiter hinten im Vergleich zu seinem letzten Traumtor. Da ist man dann immer, steht man so ein bisschen vor der Wahl, okay, schieße ich den mit Schnitt, was aus der Entfernung natürlich ein bisschen schwierig ist. Oder ja, hau ich voll drauf, à la Christian Telsch. Das hier war jetzt so ein Zwitter, heraus kam leider nichts. Also wie bei Christian Telsch in der letzten Saison? Nee, dann nicht, aber davor. Weiter Ball von Sinar. Die Hintermannschaft gefordert, ja. Und Yannick Immel, der löst das ganz souverän. Sieht man auch relativ selten einen Innenverteidiger oder zumindest einen Abwehrspieler mit der Nummer 10. Yannick Immel. Stimmt. Ja, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zum Mittwoch verlieren. Bitburg. Ich war selber nicht da, musste arbeiten. Ja, ich würde sagen, wenn du in der Zeit gutes Geld verdient hast, dann hast du alles richtig gemacht. Okay, gut. Das war ähnlich wie in Konz. Tatsächlich über 60 Minuten eine durchwachsene Leistung. Apropos durchwachsene Leistung. Das war jetzt ein teurer Ballverlust. Da Missverständnis zwischen Felix Fischer und Nutzos. Achtung, kriegen wir den aus der Gefahrenzone? Ja. Ui. Ja, Diefenbach wird da gelegt. Ja. Gut aufgepasst. Also, alles nochmal gut gegangen. Wir waren in Bitburg. Also, es war über 60 Minuten. Wieder eine sehr, sehr durchwachsene Leistung. Unser SVE, der hat sich in Bitburg sehr, sehr schwer getan. Glücklicherweise früh durch Simon Maurer, durch den Kapitän, mit 1-0 in Führung gegangen. Der nach einem weiten Einwurf von Adam Bosid am langen Pfosten den Ball in die Maschen gehauen hatte. Ja, und dann in der Folge, da fing so ein bisschen das Schwimmen an. Also der FC Bitburg, der hatte dann durchaus seine Chancen und wie schon gegen Konz wurde es dann erst knapp um die 60-Minuten-Marke deutlich. Saki Nutzos hat den Dosenöffner gespielt mit seinem schönen Distanzschuss zum 2-0 und dann haben Sasso Sand, Kevin Heinz und wieder Sasso Sand die weiteren Treffer nachgelegt. Kevin Abeck, der Torschütze für den FC Bitburg. Am Ende wurde es dann doch noch standesgemäß 5-1. War leider aus. Ja, ist halt Pokal, ist immer unangenehm, wenn man dann während der Woche dann bei den wirklich bestimmt top motivierten Bitburgern antreten muss. Das ist ja sowieso immer relativ schwierig. Dann für unsere Eintracht, sobald wir dann im Rennerpokal auswärts spielen, sind natürlich alle Mannschaften top motiviert gegen den Rennerpokal. Rekordsieger, ja, vielleicht eine Sensation zu schaffen. Bisher haben wir ja relativ solide zumindest immer das Endspiel erreicht. Und natürlich hoffen wir, dass es auch dieses Jahr so sein wird, denn ja, wir müssen gar nicht drum rumreden. Rennerpokal ist es immer wieder eine schöne Sache. Oh, schade, gut gespielt eigentlich von Nutzos, ja. Dafür Brandscheid ein Tucken zu weit, sodass, ich glaube, wieder Immel da den Ball noch erlaufen konnte. Und knapp vor unserem Top-Torjäger am Ball war. Aber Ali, was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Ich hatte die Gelegenheit nach der Partie kurz mit unserem Abwehrroutinier, mit Josef Sinar, zu sprechen und der hat gesagt, das war ganz unangenehm, die haben Gift und Galle gespuckt am Anfang, da war da auch nicht so zufrieden mit, hat da keinen Zweifel dran gelassen. Ja, haben ja auch
die ein oder anderen Spieler von Bitburg haben ja auch mal in unseren Reihen gespielt. Kevin Arbeck, Tanner Weins. Die waren natürlich ganz besonders motiviert. Ja, ich glaube insgesamt 4-5 Spieler aus der Startelf des FC Bitburg hier beim SVE ausgebildet. Ja, guter Ballgewinn da von Lukas Sassosant, der geht da dazwischen und holt dann den Freistoß raus. Oh, jetzt gibt es doch mal eine Mahnung für Lukas Metz. Schiedsrichter spricht wie mit den Spielern. Ja, ganz deutlich. Ansage noch einmal, Junge, und das gibt. So. Bisher sehr ordentliche Vorstellung des Unparteiischen. Eine fragwürdige Abseitsentscheidung gab es gegen Georgi Liras, aber wir wollen da nichts unterstellen, war für uns schwer zu sehen. Jetzt der Fehler von Fischer. Boah, das war ziemlich plump gerade. Sassosant, ja gut, das ist okay, das ist die erste gelbe Karte der Partie. Ja, das war schon wieder fast so ein Football-Move. Ne? Ja, aber auch hier gilt die Entscheidung von Sassosant, da die Verwarnung in Kauf zu nehmen. Die war vollkommen richtig. Aber es war ja schon der zweite Ballverlust im Zentrum. Der hätte teuer werden können. Das sollten wir schnellstmöglich abstellen. So, jetzt aber die Freistoßgelegenheit. Da stehen zwei Spieler. Einmal die Nummer 33. Das ist Dennis Sommer, der macht's auch. Aber keine Gefahr für André Popescu. Ich schätze mal, der hat da so ein bisschen darauf spekuliert, dass der Ball abgefälscht wird und dann eine unhaltbare Flugkurve nimmt, aber dem war nicht so. Und jetzt Kevin Heinz mit dem Vorwärtsdrang. Oh ja, wird dann von der Nummer 6 Christopher Fried, aber relativ wüst, hier direkt vor unseren Augen abgeräumt. Also da gibt es keine zwei Meinungen in Richtung gelbe Karte oder nicht. Das sieht auch Josef Sina da jetzt so. Ja, die gibt es jetzt auch. Ja, und da ist sie. Da hilft eigentlich auch kein Lamentieren mehr. Da braucht man sich gar nicht so beschweren. Der Christopher Fried, das war eine mal verdiente gelbe Karte. Da gab es nämlich keinen Diskussionsspielraum. Ja, genau so sieht's aus, Ali. Viel deutlicher wird's nicht. So, jetzt aber Josef Sina mit dem fälligen Freistoß. So, schauen wir mal, was er macht. Sieht so ein bisschen aus, als würde er den weit nach vorne reinspielen. Es dauert alles jetzt ein bisschen lange. Da kommt jetzt die Flanke. Aber ja, heißt leider Peter Klug auf dem Posten und pflückt den runter. Das war ein dankbarer Torwartball für ihn. Jetzt wird er direkt wieder unter Druck gesetzt von Lukas Sassosant. Das ist auffällig. Der läuft den Torwart immer sofort an, sobald der im Ballbesitz ist. Schade, Liras hatte das gut gemacht mit dem Kopfball ins Zentrum, aber Nutzers da bedrängt worden sofort von Yannick Marx. Jetzt geht's mal schnell bei den Mechtersheimern. Felix Fischer ist aufmerksam, gut zugestellt. Mhm. Und anders als noch in den letzten Wochen das ein oder andere Mal hat der SVE hier relativ schnell Zugriff. Also man sieht die spielerische Qualität der Mechtersheimer. Aber der SVE, der macht das in der Rückwärtsbewegung hier bisher alles andere als schlecht. Mhm. Jetzt mal ein bisschen Platz. Sina hat da ein bisschen Pech. Maurer kommt zur Hilfe. Das war auch wirklich eine schöne Körpertäuschung davon. Jury Steens mit der Nummer 3 von Mechtersheim. Das sah schon gut aus. Aber jetzt die Kontergelegenheit. Nutzers schaut, schaut, schaut. Rüber zu Liras. Und der steht im Abseits. Diesmal ist es die richtige Entscheidung. Ich habe tatsächlich geguckt. Unten. Also ich glaube, dass er da einen knappen Meter im Abseits gestanden haben könnte zumindest. Ja. Also schade, hatte Nutzos zunächst auf der rechten Seite nach einem Abnehmer gesucht. Erst danach kam der Blick hier nach links unten und dann war leider Liras schon den Schritt zu weit. Sina, ja, gut. Gut gearbeitet da von Sassosant, der da seinen Gegenspieler Christopher Fried
nochmal unter Druck gesetzt hat. So gab es einen Wurf. Ja. Du hast eben auch nochmal die Abwehrarbeit angesprochen. Wir haben ja auch in Mainz-Gonsheim wieder zu Null gespielt. Davor gegen Karbach auch schon zu Null gespielt. Also wir hatten ja Anfang der Saison wirkliche Probleme hinten, haben viel zu viele Gegentore kassiert. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und das scheint unser Trainer Daniel Paulus sehr gut in den Griff bekommen zu haben. Aber der war ein bisschen optimistisch gespielt von Jupp auf Kevin Heinz. Mit unserem Neuzugang Adam Muzi, der sich ja mittlerweile auf der rechten Verteidigerposition eingefunden hat. Bestimmt auch ein bisschen ungewohnt für ihn, aber es klappt gut, ne? Also muss man schon sagen, Adam macht seine Sache da recht sehr, sehr ordentlich. Man sieht schon durch seine Erfahrung, dadurch, dass er einfach ein Gefühl dafür hat, wie er sich da auch in der Kette bewegen muss. Da bringt er der Mannschaft natürlich ein Stück Stabilität. Ganz abgesehen natürlich von seiner Erfahrung. Er spricht relativ viel auf dem Feld. Adam Bouzid organisiert. Und er hat natürlich nicht die Dynamik von dem Kevin Heinz, nicht den Offensivdrang. Aber das muss er auch nicht haben. Das wird nicht von ihm erwartet. Und er macht seine Rolle, füllt die da gut aus. Unser französischer Neuzugang. So, jetzt aber Einwurf für die TuS Mechtersheim. Was hat er denn jetzt gesagt? Ah, okay. Aufgestürzt mit dem Ellenbogen. Adam, nee, Simon Maurer war es gewesen. So, wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde gespielt. Wir warten aber immer noch auf die erste richtige Torgelegenheit. Gab noch keine Großchance, weder auf unserer Seite noch auf der Seite der Gäste aus Mechtersheim. Ja, auch die zählen wir mal nicht mit dazu. Nee. Keine schlechte Aktion da, insbesondere in der Vorarbeit von Joris Dienz. Ich weiß, was er vorhatte, aber die Ausführung war dann nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Er wollte nämlich, glaube ich, dass er sich dann schön hinter Popescu und Zor reinsenkt. Er hat mich so ein bisschen angelobt, aber... Ja, der Unparteiische, der zuckt da die Schultern, weil Brandscheid da wenig Verständnis für hatte. Sagt, was soll ich denn machen? Ja, Brandscheid hat es ein bisschen schwierig da auf seiner Seite heute. Ich denke, dass es auch taktisch gewollt ist, weil er auch immer wieder in die Mitte zieht, ne? Ja, wobei er da natürlich, wir haben es eben schon angesprochen, von Adam Bouzid da nicht die offensive Unterstützung bekommt. Also es soll auch eher über die linke Seite gehen, eher über die quirligen Heinz und Liras mit Unterstützung von Diefenbach, der ja auch ordentlich Dynamik drin hat. Jetzt wird Sassos Hand gesucht, langer Abschlag von Popescu. Kommt der vorbei? Nein, kommt er dann nicht vorbei. Schade, gar nicht schlecht gemacht von Sassos Hand, aber Marc Barišić stand da gut. Mhm. Gut gemacht von Popescu. Setzt Maurer ein. Ja, der versucht wieder den Diagonalball. Ja, das war aber ein Tick zu durchsichtig, das da. Der Ball auf Lyras. Gut aufgepasst von Felix Fischer. Ah, ja. Das tat schon beim Zuschauen weh. Ah, wollen beide zum Ball und das passiert dann halt mal. Tut dann mal für ein paar Minuten weh und dann muss man rauslaufen, aber es geht wieder. So, jetzt geht's weiter. Maurer und Sina schieben sich den Ball zu. Jetzt kommt der Pass nach vorne zu Diefenbach. Der legt nochmal ab auf Heinz. Jetzt fordert Lyras den Ball, aber der wäre wieder ein Stückchen im Abseits gewesen. Ich glaube, deswegen hat Kevin Heinz den auch nicht rausgespielt. Ja, gut gemacht da. Er wäre nämlich sonst in arge Hecke gekommen, Josef Sina, wenn er den direkt nochmal aufgenommen hätte. Jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, den Ball zu kontrollieren. Lässt ihn liegen für die Nummer 3, Kevin Heinz. Schön runtergepflückt von Nutzers. Ja, das habe ich auch so gesehen. Das war kein Foul. Hat sich Diefenbach ein bisschen zu leicht vom Ball trennen lassen. Achtung, da ist ein Hintermann. Ja. Ja, Ball so, war wohl noch nicht im Aus. Diefenbach. Gut für Nutzers. Klasse gesehen. Jetzt kann er ihn schicken. Ja, genau, dahin muss er. Toller Pass für Liras. Klasse Bewegung von Georgi Liras. Und dann gibt's die Ecke. Schade. Für den SVE. Ja, Sassos Hand war schön im Zentrum mitgelaufen. Den hätte man direkt bedienen können.
Jetzt will Liras das Spiel schnell machen, weil Meschersheim noch nicht geordnet ist. Zusammen spielt Nurzos. Ja. Hat jetzt aber arg in Bedrängnis gesetzt. Aber er bleibt am Ball. Gegen Kevin Schwem. Gut, robust durchgesetzt. Ja, aber schade. Da wollte der SVE vielleicht ein bisschen zu viel mit der schnell ausgeführten Ecke. Ja, ich glaube auch die Entscheidung von Liras, die würde er nicht nochmal so treffen. Ja. Denn du hast recht, Mechtersheim war nicht sortiert, aber dafür war von uns gar keiner mit dabei. Außer Luca Sasso-Sand war da noch keiner im 16er. Also Sina und Maurer, die langen Kerls, die waren da noch in der Vorwärtsbewegung. Entsprechend wenig Möglichkeiten für Nutzos, da den Ball zu verwerten. Jetzt geht es in die andere Richtung. Fischer hat gut aufgepasst. Ja, wird da schon getroffen. Ja, wird da. Achtung. Metz mit Schwem. Nee. Ein bisschen über den Schlappen gerutscht, deswegen keine Gefahr für André Popescu. Aber da war sie wieder, die starke linke Seite vorhin bei unserer Eintracht. Und dieses Mal stand Lyras auch mal nicht im Abseits. Denn bisher macht das Mechtersheim wirklich gut. Die stellen den schnellen Lyras immer mal wieder ins Abseits und unterbinden. Klasse Pressing, Nutzos. Probiert es nicht direkt, Diefenbach. Unten kommt Lyras. Ja. Diefenbach wartet, verzögert, klasse. Mach ihn doch direkt, mach ihn doch direkt. Mach ihn doch direkt. Oh. Tja, Georgi Liras, das weiß er selber, dass der Ball einfach nur ins Tor muss. Klasse gemacht in der Vorbereitung von Leo Luca Diefenbach. Der hatte da angedeutet, ins Dribbling zu gehen, hat die Verteidiger auf sich gezogen und den Raum für Liras damit geöffnet. Ja. Und der kommt dann einfach leider wie so oft in dieser Saison nicht zum Abschluss. Er hadert da auch noch mit sich, jetzt muss er das schnell abschütteln. Georgi Liras. Ja, ja. Er hat eigentlich zwei Optionen. Entweder er überlobt den Torhüter oder er schiebt ihn in den Winkel. Ah, schade. Gut aufgepasst von Josef Sina in dieser Szene gegen Erik Veth. Maura. Nutzos. Tolle Bewegung. Also der gefällt mir heute richtig gut. Ja, der Saki Nutzos. Der hat richtig Lust heute. Auf Fußball, gute Bewegung von Brandscheid. Ja, ja, und dann wird er da gefoult von Dennis Sommer. Gut gesehen vom Unparteiischen, von Julian Geid. Ja, deswegen gibt's jetzt den Freistoß von der rechten Seite von Antanasius. Nutzers. So, unser Fünfer, unser Josef Sina macht sich schon in der Mitte so ein bisschen bereit. Der läuft jetzt rein. Der wird bestimmt wieder gesucht. Nein! Okay. Kurze Variante auf Jan Brandscheid wird gewählt, aber war ein gutes Stück neben dem Tor. Aber dafür, dass auch Nutzos angeschlagen ist oder wenn man so nur limitiert trainieren konnte, läuft ja auch unheimlich viel heute. Ja, absolut. Also wie gesagt, Saki Nutzos macht hier bis zu diesem Zeitpunkt ein hervorragendes Spiel. Mhm. Ist ihm nicht anzumerken, dass er so heftige Probleme hatte. Oh, klasse nachgesetzt von Maurer. Wow. Dann noch der Pass. Und jetzt kann es schnell gehen. Und auf der anderen Seite, da kommt auch Brandscheid. Kriegt Liras den irgendwie eingesetzt. Abseits. Er nimmt Sasso Abseits. Sand mit. Und der steht. Ein Schritt. Ein Abseits. Schritt. Schade. Leider die richtige Entscheidung vom Linienrichter. Na, ich behaupte einfach mal, der Ball hätte, bevor er zu Liras kommt, eigentlich steiler. Raus zu Brandscheid gemusst, denn der hatte wirklich das Feld vor sich. Und bei ihm, da muss man sich um Zielstrebigkeit vor dem Gehäuse nun wirklich keine Sorgen machen. Trotzdem nochmal
Auch ein dickes Lob für den Kapitän, für Simon Maurer, der da in der Balleroberung ein hervorragendes Tackling ausgepackt hat. Jetzt gute Bewegung von Kevin Heinz. Klasse. Zieht mal ins Zentrum. Sasso Sand steht im Abseits. Kevin Heinz nicht vom Ball zu trennen. Zieht ab und verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. Knapp links rollt der Ball da vorbei. Schade. Die zweite gute Gelegenheit jetzt für unsere Eintracht in nur wenigen Minuten. Das sieht so langsam nach einem richtig guten Fußballspiel hier aus. Auch weil der Gast mitspielt. Und auch weil wir jetzt zu den Torchancen kommen. Und die obendrein auch noch schön bisher herausgespielt waren. Tja, das Einzige, Ali, was hier noch fehlt, das ist ein Tor für unseren SVE. Ja, ein Tor würde dem Spiel gut tun. 3 Euro ins Phrasenschwein. Kannst du ja gleich machen in der Sprecherkabine. Gibt's da ja eins, das ist übrigens auch schon prall gefüllt. Hauptsächlich dafür verantwortlich Markus und Martin Köbler. Genau, die beiden Phrasenbrecher aus der Sprecherkabine. So, der Ball war scheinbar aus. Das konnten wir von unserer Sitzposition aus nicht wirklich beurteilen. Aber wir vertrauen jetzt einfach mal dem Linienrichter. Der stand nämlich direkt auf Linie. Das gibt wieder einen Einwurf für die TuS Mechtersheim. Oh, tolle Lösung da von Kevin Selzer. Jetzt hat er mal Platz. Achtung. Gut, wieder aufgepasst von Simon Maurer. Klasse, wird da noch gefoult. Super. Oh ja, den kriegt Liras nicht. Aber den kriegen wir. So. Oh ja, Liras hatte sich da schon wegorientiert. Gut, Ball ist aber wieder in den Reihen der Eintracht. Schade. Ja, da hatte, glaube ich, Nutzhaus nicht aufgepasst. Ja, also der war für ihn gedacht. Habe ich auch da so gesehen. Ist Diefenbach dann nochmal hinterhergegangen, weil er gesehen hat, irgendwie hat keiner so richtig mit diesem Ball gerechnet. Auch kein Gegenspieler, aber dann kam er halt leider den halben Schritt zu spät. Wieder so ein toller Diagonalball von Kapitän Simon Maurer für Kevin Heinz. Super geschlagen. Heinz nimmt nochmal Liras mit. Nee, das war zu leicht. Das war zu leicht. Nutzhaus, da geht er ins Dribbling. Ja, Vorteil läuft. Gut. Ja, okay, er wird nicht abgepfiffen. Ich habe eigentlich fast damit gerechnet, dass gleich zurückgepfiffen wird und dann Nutzhaus eine Mahnung nochmal bekommt. So, jetzt gibt es aber eine Mahnung von irgendeinem Offiziellen aus Mechtersheim vom Linienrichter. Ich weiß nicht, wer es ist. Er ist da jedenfalls, glaube ich, gerade des Innenraums verwiesen worden, wenn ich das richtig gedeutet habe. Könnte sein. Auf jeden Fall gibt es da ein Wortgefecht mit Hemmer Weirich. Mit dem würde ich mich da nicht anlegen. Nee, setz dich wieder hin. Ja, setz dich wieder hin. Nee, mit Hemmer. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Fair Play hier im Anschluss von den Mechtersheimern und der Ball entsprechend wieder in den Reihen des SVE. Jetzt auffällig, auch Adam Busid ist jetzt mal ganz weit aufgerückt. Ja, scheinbar stimmt, du hast recht. Sollte es jetzt mal über die rechte Seite gehen. Zumindest die Option wollen die Blau-Schwarz-Weißen im Angriff hier schaffen. Und zack, geht's auch über rechts. Da ist Busid. Dennis Sommer. Das war einfach in der Balleroberung. Da hat Busid den nicht gut mitgenommen. War auch nicht ganz einfach. Hat da ein bisschen viel Tempo gehabt. Aber die Eintracht, die verschiebt hier gut gegen den Ball. Das sieht man jetzt wieder, weil auch Felix Fischer da dem Ball früh entgegengeht und auch Leo-Luca Diefenbach ordentlich gegen den Ball arbeitet. Und das Ergebnis davon ist jetzt ein Freistoß aus durchaus guter Position. Ja, da hatte Yannick Immel Felix Fischer abgeräumt.
der wohl verwandt ist mit Eike Immel. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber wollen wir es ihm mal einfach mal nicht wünschen. So, also Freistoß. Saki Nurzas. Oh ja, Liras läuft da unten. Ja, aber das hat der Mechtersheimer leider gerochen. Ja, trotzdem eine gute Idee. Mhm. Hat da mal die Mauer auseinandergerissen. Entsprechend orientiert sich da auch einer weg aus der Mauer. Jupp, Nurzas für Sina. Gar keine schlechte Variante. Ja, aber den trifft er leider nicht richtig. Jetzt geht's auf der anderen Seite schnell. Kevin Heinz gegen Fed und Foulspiel. Ganz schön Feuer jetzt drin hier, ne? Jetzt der Fed auch nochmal gegen den Linienrichter. Ja, ich weiß nicht so richtig womit, aber die Mechtersheimer, die hadern jetzt hier so ein bisschen. Ich verstehe auch also nicht womit. Also ich sehe hier keine krasse Fehlentscheidung von dem Unparteiischen. Und bisher war es ja auch ein faires Spiel. Ja, hier unten schleicht wieder Liras auf der Abseitslinie rum. Diesmal kam aber nicht der Ball hinter die Abwehr von Maurer. Fischer. Ja, ja, da sind ein bisschen die Optionen ausgegangen. Ja, weil auch Heinz nochmal ein Stückchen im Abseits stand. Das war jetzt aber kein Abseits, aber der ist ein Tick zu weit. Schade. Trotzdem schöne Idee von Simon Maurer da. Hat er gesehen, dass Luca Sasso Sand sich da zwischen die Linien bewegt hat. Mechtersheim. Oh, das könnte teuer werden. Das könnte teuer werden. Busid verpasst den Ball jetzt. Boah, gut, dass Jupp den Fuß da nochmal dazwischen bekommt. Denn da stand der Kapitän der Mechtersheimer, Erik Fehd, ein Schuss bereit in zentraler Position vor dem Tor. Deswegen Gott sei Dank nur der Eckball für die TuS. Ja, 15 Sekunden hier offiziell noch zu spielen im ersten Durchgang. Wird wohl die letzte Aktion. Ja, viel Grund nachzuspielen gibt es eigentlich nicht, keine Verletzungsunterbrechung. Okay, es gab hier und da mal eine kleinere Unterbrechung, aber nichts Weltbewegendes. Und da ist er auch schon der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Julian Geit. Ja, pfeift hier pünktlich ab, so richtig viele Gründe hier nachspielen zu lassen, die gab es auch nicht. Ali, wir haben hier im ersten Durchgang einen engagierten Auftritt unserer Eintracht gesehen. Wie fällt dein Fazit aus hier zu diesem ersten Spielabschnitt? Ja, du sagst es eigentlich. Also ich finde, wir machen heute ein gutes Spiel. Das Einzige, was fehlt, ist vorne das Tor. Wir hatten ja schon zwei gute Gelegenheiten. Der Gegner ist stark. Ich finde, Mechtersheim stark, auch in den Zweikämpfen sehr präsent. Ich spiele auch vorne mit. Aber trotzdem, ja, mit ein bisschen Glück 5-1-0. Und es ist aber, das kann man auch festhalten, nochmal eine deutliche Steigerung zu letzter Woche zum Auswärtsspiel gegen Mainz-Gonsenheim. Also eigentlich ja in der zweiten Halbzeit, ja, hoffe ich mal auf ein Tor. Oder zwei oder drei. Ja, da schließe ich mich an. Ich hoffe auch auf ein Tor. Natürlich für unsere Eintracht hier beim Debüt von unserem Trikotsponsor Silvan Lisa und der Gebrüder Lisa GmbH. Wir verabschieden uns und sind gleich im zweiten Durchgang wieder für euch da. Ja, bis gleich. Ciao. Ich den Anstoß zum zweiten Durchgang hier ausführen. Da steht der Kapitän, da steht Erik Fehd bereit und weiter geht's. Das Spiel läuft wieder. Oh ja, Mechtersheim gleich. Ja, da muss jetzt Brandstein hinterher. Mit Zug, Sommer, aber die Flanke, die ist zu weit. Könnte mir vorstellen, Selim Öztürk, der Trainer des TuS Mechtersheim, der war schon im ersten Durchgang da unten an der Linie ganz emotional unterwegs, phasenweise. Könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen lauter geworden ist. Dass er insbesondere seine Defensive da vielleicht ja zu ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, zu ein bisschen mehr Ordnung ermahnt hat. Genau, das vermute ich auch. Scheint auch ein Trainer zu sein, der stark über die emotionale Ebene kommen möchte. Das hat man nämlich vor dem Spiel gesehen, als er die Mannschaft nochmal hier auf dem Rasen versammelte und dann nochmal mindestens 5 Minuten auf die Mannschaft einsprach. War ja zuletzt 4 Jahre lang als Trainer beim Ludwigshafener SC tätig und kommt wohl, wie der TuS Mechtersheim selber bekannt gegeben hat, unter anderem auf Empfehlung von Kenan Kocak
zum TuS. Tiefenbach mit dem Fehlpass, schade. Aber auch gut aufgepasst von dem Mechtersheimern. Schöne Bewegung von Nutzers. Der wurde in der Ballabgabe nochmal ein bisschen gestört. Deswegen ist der Pass so ein bisschen verunglückt auf Brandscheid. Teurer Ballverlust, aber wieder Maurer. Also an dem Maurer ist heute aber auch überhaupt kein Durchkommen, oder? Nee, der macht hier ein hervorragendes Spiel, der Kapitän. Oh, jetzt liegt da einer. Immel mit dem tollen Pass für Kevin Selzer. Aber kein Problem für Andrei Popescu, diesen Schlenzer da aus der Luft zu fischen. Und jetzt liegt da immer noch ein Mechtersheimer. Aber so wie die selber weitergespielt haben im Angriff, so spielt jetzt auch der SVE weiter über Liras. Und jetzt schießt Immel den Ball ins Aus, damit Yannick Marx da notgeschlachtet, ich meine, behandelt werden kann. Ja, aber es war eine kleine Hallo-Wach-Sekunde hier nach Anpfiff. Die Vorwärtsbewegung der Gäste, denn da war unsere Abwehr auch für einen kurzen Moment ein bisschen ungeordnet. Und das hat Mechtersheim sofort ausgenutzt, deswegen der Flankenlauf hier, der Gott sei Dank nicht im Tor geendet ist. Gibt übrigens hier im zweiten Durchgang keine Veränderungen bei beiden Mannschaften, also alles wie gehabt. Weiter Ball von Mechtersheim, da ist wieder Maurer, ganz locker, ganz lässig. So, Sinar führt den Ball jetzt, Schlenzer kommt er an, schade. Ein Tick zu weit für Kevin Heinz. Und da macht sich jetzt auch die komplette Eintracht-Auswechselbank auf den Weg zum Aufwärmen. Auch wieder mit dabei unser Neuzugang, Stürmer Alexander Biedermann, der hier immer noch so ein bisschen mit der Verletzung zu kämpfen hatte. Achtung, die TuS wieder im Vorwärtsgang, die werden hier jetzt mutiger im zweiten Durchgang, deutlich mutiger. Aber gut aufgepasst von Diefenbach da, der den Ball da erobern kann. Busit mit Brandscheid, ja, das ist undankbar, kein guter Pass zurück von Brandscheid, aber Popescu, der passt gut auf. Gibt Einwurf für die Gäste. Oh, gut aufgepasst von Butzit. Klasse, Diefenbach, gut mitgenommen. Nochmal für Nutzers. Wählt er die Flanke? Nee. Nein. Aber da kann Diefenbach eigentlich selber auch noch ein paar Meter machen. Für meinen Geschmack hat er sich dann einen kleinen Moment zu früh vorbeigetrennt. So. Ja, gebe ich dir recht, hätte er vielleicht das Tempo noch ein bisschen mitnehmen sollen. Schiedsrichter da erst unschlüssig, lässt dann doch weiterlaufen. Ja, klasse Tunnel von Brandscheid. Luca Sasso-Sand ist im Zentrum frei. Oh nein, da verpasst er den Ball. Ja, der Ball von Brandscheid nicht scharf, also nicht weit genug nach vorne, kam ein bisschen in den Rücken von Sasso Sand und das war ein hartes Einsteigen von Immel da gegen Busit. Der scheint da im Gesicht getroffen worden zu sein. Ja, habe ich auch so gesehen. Jetzt gibt es da noch ein Wortgefecht von Eintracht-Kapitän Simon Maurer und Dennis Sommer. Der Unparteiische muss da schlichten. Ja, er sieht schon arg benommen aus, der Butzit, aber er steht jetzt zumindest wieder auf. Ja, bleibt auch auf dem Feld, keine Behandlung notwendig. Maurer mit Nutzos. Ja, der kommt gut, Ball kommt gut. Nicht schlecht für Sasso Sand. Und der kommt nicht hin gegen Christopher Fried. Aber die Methode war gut. Immel, das ist einer für Diefenbach. Der kann ihn da nicht erobern. Schade, Ball landet trotzdem beim SVE. Brandscheid. Mit dem Ballverlust. Zu einfach in dieser Szene. Ja.
Sommer. Verunglückter Pass da. Sina. Der köpft den direkt zum Gegner. Das war Lukas Metz mit dem Abschluss. Ja, aber dann Gott sei Dank war da weniger Gefahr als zunächst vermutet. Der bekommt nämlich nicht genug Schmackes hinter dem Ball, wie der Trierer jetzt sagen würde. Und es bahnt sich der erste Wechsel an. Die TuS Mechtersheim. Sie wechselt zum ersten Mal im Spiel. Das ist die Nummer 9, Georg Ester. Und den Platz verlässt. Na, dreh dich um. Ne, er dreht sich nicht mehr um. Müssen wir mal warten, bis der Kübi was durchsagt. Ich kann es jetzt leider nicht sehen, wer rausgegangen ist. Der Kübi sagt, er hat es auch nicht gesehen. Okay. Ja, schwer zu sagen. Aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Kevin Heinz, schöne Einzelaktion, nimmt Lyras mit auf der linken Seite. Der lässt den ersten Gegner aussteigen, geht jetzt nochmal ins Dribbling. Aber da kommt leider wieder zu wenig Ball rum. Den Ball verloren dagegen, Lukas Metz. Gut aufgepasst, aber zumindest danach von Felix Fischer war es, glaube ich, der da die Balleroberung feiern durfte. Tiefenbach, Nutzos. Fischer. Guter Einsatz von Fischer, klasse. Ja. Ball landet bei Busid. Ja, der Pass geht leider ins Nichts. Kommt noch prompt zurück. So, jetzt wird aber untergebracht zu George Lyras. Toll abgelegt für Heinz. Wieder für Lyras. Jetzt mal mit ein bisschen Zug. Gute Bewegung. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ball ist noch bei Lyras. Jetzt bei Heinz. Und jetzt kann es schnell gehen. Bei den Gästen. Achtung, der 17er, der schießt sich hinten so ein bisschen weg. Klasse von Josef Sina. Gute Bewegung da von Heinz. Der macht Meter, sucht in der Mitte, ist das interessant, aber das Zuspiel war zu ungenau. Ja, Yannick Marx dürfte das gewesen sein. Also ich überlege noch, wer nicht mehr mit dabei ist. Und es könnte... Ist es die 22? Die Nummer... 22 oder die Nummer 6, Christopher Fried, den habe ich hier eben. Nee, der war es nicht. Ist der sah anders dabei? Aus. Ja, der sah anders aus, weil der hat ja hier den Heinz, ich glaube Ende der ersten Halbzeit so rüde weggecheckt. Ich glaube, der ist noch da. Apropos ist noch da. Oh, die 17. Auch der neue Mann ist noch da, Georg Ester, dann ist es Fed und dann ist es Andrei Popescu, der diesen flachen Schuss hält. Ballverlust, Lyras, da ist Kevin Schwem. Flanke kommt nicht schlecht für Georg Ester und der verfehlt da das Tor nur um wenige Zentimeter. Ja, und du hast natürlich recht gehabt, es war die Nummer 22, es war Marc Barisic, der nicht mehr mit dabei ist. Und die wechseln gleich noch einmal. Denn dort macht sich gerade noch Christoph Wörz da zur Einwechslung bereit. Ich denke, dass er bei der nächsten Unterbrechung auch aufs Spielfeld kommen wird. Langer Ball von Simon Maurer. Der war für Jan Breitscheid gedacht. Leider kam man dort nicht an, aber jetzt haben wir wieder den Ball. Nutzos, gut sieht. Er wird direkt von zwei Leuten attackiert, der Saki. Das ist dann schwierig für ihn, was... Zähmers rauszunehmen. Fehlpass Fischer, der wird jetzt rausgespielt auf die rechte Seite. Sina kann den Ball da nicht gut abblocken. Fed kommt wieder an den Ball, der Kapitän. Aber dann gut aufgepasst von Diefenbach. Hat jetzt nicht wirklich eine Anspielstation. Muss hoffen, dass Sasso Sand da was draus macht. Schafft er nicht. Christopher Fried da zu präsent. Im Duell vielleicht noch ein paar Worte zu Georg Ester, der da eben ins Spiel gekommen ist. Ist ja aktuell der Top-Torjäger der Mechtersheimer. 3 Treffer hat er in dieser Saison erzielt. Also durchaus eine gute Quote. In nur 6 Spielen darf man ja nicht vergessen. Mechtersheim hat ja noch ein paar weniger. Er hat nicht alle gemacht. 6 Partien, 3 Tore, das kann sich sehen lassen. Ja, auf jeden Fall.
Und da ist der von dir angekündigte nächste Wechsel. Da kommt Christoph Wörzler in die Partie. Nicht mehr. Dreht sich auch nicht um. Mit dabei. Auch hier wieder schwer zu sagen. Wir halten für euch die Augen offen und zählen im Zweifelsfall einfach nochmal durch. Ja, Einwurf für den SVE, bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob das hier die korrekte Entscheidung war, aber macht auch nichts. Oh ja, Selim Öztürk, unnötige Aktion da vom Trainer des TuS Mechtersheim. Da gibt es auch die entsprechenden Worte von Schiedsrichter Julian Geid. Macht sich hier keiner noch einmal. Ja, und du gehst auf die Tribüne. Die Geste, die war relativ eindeutig. Brandscheid segelt da unterm Ball her. Sasso Sand. Ja, der wollte nochmal einen Einwurf irgendwie rausbekommen. Aber der Mechtersheimer macht die Beine weit. Deswegen geht er da glatt durch. Fragwürdige Formulierung, aber hat den Sachverhalt korrekt beschrieben in diesem Fall. Buzit, ja, arbeitet gut mit. Fischer ist da. Aber da ist jetzt wieder Maurer. Ja, jetzt sehen wir hier gerade auch taktisch ein paar Veränderungen beim SVE. Also Georgi Lira ist jetzt auf der rechten Seite, Sasso Sand links und Brandscheid rückt dafür ins Zentrum. Das ist recht, ja. Also zumindest gerade in dieser Szene hat sich das so dargestellt. Brandscheid bleibt da jetzt auch vorne. Weiter Einwurf. Simon Maurer wieder Sieger. Im 1 gegen 1, diesmal ein Kopfballduell, aber den Rebound, den hat die TuS Mechtersheim leider auch wieder. Ah, jetzt aber der Fehlpass der Mechtersheimer, Saki Nutzos macht das Spiel schnell und Brandscheid vergisst den Ball. Ah, da hätte er auch wieder mit viel Tempo auf den Mechtersheimer Torhüter drauflaufen können. Ja, auch hier vielleicht ein bisschen zu früh das Abspiel von Saki Nutzos. Man muss natürlich mal gucken, wie lang bei ihm heute die Kräfte reichen. Wie gesagt, er war doch heftiger angeschlagen, hat doch über starke Schmerzen geklagt nach dem Pokalspiel in Bitburg. Nicht gut gelöst davon Popescu. Da Heinz nochmal in Bedrängnis gebracht mit diesem Pass. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Ich finde, wir geben Mechtersheim aktuell sowieso zu viel Spielanteile. Die haben zu viel Ballbesitz für meinen Geschmack nach Wiederanpfiff. Ja, ist merkwürdig. Der Rhythmus beim SVE, der ist ein bisschen verloren gegangen. Der Einzige, der da noch präsent ist wie eh und je, das ist der Kapitän, das ist Simon Maurer. Also an dem ist weiterhin kein Vorbeikommen hier. Knapp eine Stunde jetzt gespielt. Tja, aber denkst du denn, dass wir demnächst wechseln werden? Hast du ja schon angesprochen, wir haben ja mit Lyras und mit Nutzos zwei Spieler in der Startelf, die angeschlagen waren während der Woche, die nur limitiert trainieren konnten. Und unsere Bank ist ja jetzt auch nicht so schlecht besetzt. Ja, ganz kurz nochmal, da muss ich wieder Simon Maurer loben, da setzt er sich stark durch. Zu deiner Frage zurück, Ali. Tja, prinzipiell würde ich sagen, ja, wir müssten vielleicht dann irgendwann jetzt auch mal wechseln. Die Frage ist nur so ein bisschen, wen bringst du da jetzt? Alexander Biedermann, der Angreifer, sicherlich eine Option. Allerdings hat er natürlich das Problem, ich glaube, der bringt es noch nicht auf zwei volle Trainingswochen mit der Mannschaft aufgrund von Verletzungen. Und deswegen, unterbrechen wir mal hier kurz die Ansage. Liras, der wird da ordentlich abgeräumt. Training. Das war für mich aber nicht mehr normaler Zweikampf. Ja, und jetzt winkt Paulus und holt Dominik Kinscher zu sich. Frage beantwortet. Erste Wechseloption ist das Geburtstagskind vom vergangenen Mittwoch, ist Dominik Kinscher. 21 Jahre alt ist er geworden an dieser Stelle. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch
nachträglich. Und wenn wir gerade schon dabei sind, auch heute haben wir wieder ein Geburtstagskind in unseren Reihen. Noch macht er sich da draußen warm mit der Nummer 8. Gottmar Mabuba, wir sagen Joyeux Anniversaire, Godi. Und wünschen dir nur das Beste. Unser Fußball-Gottmar. Fußball-Gottmar Mabuba, genau. So. Was denkst du denn, für wen wird Kindchen aufs Spielfeld kommen? Glaubst du wirklich, dass Pauli schon Nutzers runternimmt, auch wegen der Fitness? Oder? Ich mein Tipp wäre jetzt tendenziell tatsächlich, dass er vielleicht Liras rausnimmt. War auch die Aktion eben, nach der er dann angezeigt hat, es soll den Wechsel geben. Schwer zu sagen. Also, oh, Fischer. Ja, da hat ihn aber Liras auch ganz schön unter Bedrängnis gebracht. Gute Bewegung von Maurer, klasse. Ja. Diefenbach. Ja, ja. Spieler, du spielst für mich heute. Ja, Simon so. Maurer macht eine überragende Partie. Achso, abseits. Abseits. Und jetzt kommt der Wechsel. Jetzt werden wir gleich mehr wissen. Ja, Rudi Tömmes. Die Geste, die kam eindeutig in Richtung Liras. Und der macht sich jetzt da auch auf den Weg. Der Mann mit der Nummer 19. Ja, nee. Spiel läuft noch. Da hat der Assistent gepennt. Also, gut, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Klassischer Fall von, nein, doch, oh. Simon Maurer, wieder gut. Sinada gegen zwei Leute. So, Diefenbach. Oh, auch kein guter Pass. Nee. Haben uns gerade wieder selber in Bedrängnis gebracht. Ja, abseits, gut. So, jetzt können wir mal wechseln. Jetzt ist der Linienrichter auch da. So, jetzt. Der 64. Spielminute, der erste Wechsel beim SVW. Für die 19, Georgi Liras ist jetzt neu dabei. Unsere Nummer 18, Dominik Kitscher. Ja, ansonsten, Ali, muss ich sagen, er wäre dann jetzt auch nach Biedermann der Zweite gewesen, den ich hier aufgezählt hätte. Mhm. Weil so richtig viele Offensivoptionen haben wir da nicht mehr draußen sitzen. Also vielleicht noch den angesprochenen Alex Biedermann. Ansonsten, Ömer Kayaoglu kann links im Mittelfeld spielen, hat das in Bitburg unter der Woche über 90 Minuten tun dürfen. Mhm. Hat auch ja in der A-Jugend das öfter mal gemacht. Ja, allerdings zumindest jetzt in Bitburg. Da konnte er nicht den ganz großen Einfluss nehmen aufs Spiel. Keine schlechte Partie gemacht. Ist ja auch ganz logisch. Kommt aus der U19 und hat hier in dieser Oberliga-Saison noch nicht wirklich viele Einsatzzeiten bekommen. Das heißt, ihm fehlt natürlich ein bisschen die Matchpraxis. Ähnliches gilt sicherlich auch für zum Beispiel Lukas Jakob, der auch bisher nur im Pokal von Beginn an ran durfte. Ja, was viele ja auch nicht wissen, die Jungs, die aus der U19 jetzt hochkamen, die hatten praktisch keine Sommerpause, auch durch die Relegationsspiele. Also für die ging es 1:1 weiter mit der Sommervorbereitung der Oberligasaison. Ja, Hereinnahme von Kinscher bedeutet, er hat sich jetzt rechts eingeordnet. Ja. Das, was er auch zuletzt öfter gespielt hat. Jetzt kann Sina das Spiel schnell machen. Das macht er auch. Heinz macht Meter. Der hat natürlich Tempo. Der Brandstadt, der winkt. Heinz bleibt jetzt hängen. Sasso-San hat den Ball noch. Kinder! 2:0! Und das ist mal das, was man hier klassisch als ein glückliches Händchen beschreiben kann. Kann man so sagen. Und der Angriff, der war echt mustergültig vorgetragen. Richtig mustergültig vorgetragen. Es ist das erste Saisontor für Dominik Kinscher. Gut herausgespielt. Klasse, die Partie schnell gemacht da. Josef Sina mit dem öffnenden Pass zu Kevin Heinz. Und dann genau. Macht der Meter, spielt mit ein bisschen Glück Sasso Sand frei. Und dessen Ball ins Zentrum lässt Brandscheid wunderbar durch.
Und dann ist es Kinchi, der den Ball in die rechte Torecke schießt. Es steht 1:0. Und das, ich glaube, das kann man so sagen, Ali, in der wahrscheinlich schwächsten Phase unserer Mannschaft in dieser Partie. Ja, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Da haben wir das Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und jetzt muss natürlich Mechtersheim ein bisschen kommen. Die müssen ein bisschen aufmachen. Das wird automatisch auch wieder Räume für unsere Elf geben. Das hier war jetzt aber erstmal stark gespielt. Ja, so, jetzt muss Mauer dahinterher. Kevin Selzer dringt in den Strafraum ein. Ist das gut von Simon Maurer? Ja, ich habe zuerst gedacht, der geht jetzt an ihm vorbei, aber Maurer hatte das, der wusste ganz genau, glaube ich, was er machen wollte. Ja. Hat sich den 17er, den Kevin Selzer, schön ausgeguckt und dann genau in dem Moment, wo er sich den Ball einen Ticken so weit vorlegt, setzt er zu Grätsch an und klärt ganz souverän zum Eckball. Aber trotzdem, wir müssen jetzt alle Alarmglocken schellen beim SOE, auch nach der Führung der Mechtersheim. Die machen nach der Pause hier die Musik. Na, jetzt aufpassen, dass da nicht sofort wieder der Rückschlag folgt. Gebe ich dir vollkommen recht. Diefenbach verlängert da genau in die Mitte. Und Popescu macht das aber ganz abgezockt. Sieht jetzt auch Nutzos. Hält das Tempo hoch mit Kinscha. Brandscheid muss nochmal zurück, um nicht im Abseits zu stehen. Kommt er. Ah, oh, da haben nur Zentimeter gefehlt und er hätte noch seinen Fuß dazwischen gehalten. Bekommen. Und dann, ja, gestrecktes Bein sah so ein bisschen aus wie so ein Kung-Fu-Kip, würde ich fast sagen. Und ja. Ja, also ist schon die richtige Entscheidung des Unparteiischen hier gegen Jan Brandscheid da das Foul zu pfeifen. Auf jeden Fall. Mechtersheim wechselt gleich zum dritten Mal. Ich denke, die werden jetzt nochmal alles versuchen, noch einen Offensiven reinwerfen. Ja, oder vielleicht, wir haben eben schon kurz über Thorsten Ullemeier gesprochen, nochmal körperliche Robustheit reinbringen. Ist ja durchaus anspielbar in der Luft. Ja. Oder der geht dann ganz vorne rein. Oh, der kommt sogar. Und das ist Thorsten Ullemeier. Der kommt sogar. Jetzt gucken wir mal, der geht. Gucken wir mal, ob der dann auch wirklich eventuell nach vorne ins Zentrum geht, weil also trauen wär's dem, ne? Ich denke, wenn, dann wird er jetzt vermutlich sich eher offensiv orientieren. Ja, die Methode Kevin McKenna. Methode Kevin McKenna oder aktuell häufig zu bewundern im internationalen Fußball bei Manchester United, wo José Mourinho da Marouane Fellaini oft in diese Stoßstürmerposition beordert. Jetzt wird da ordentlich nachgehakt. Ja, der hält sich jetzt den Fuß, der Kinscher. Von Kevin Selzer, ja, der ist da auch getroffen worden. Ich habe also nichts gesehen. Eine Tätlichkeit war das nicht in meinen Augen, aber überhart in jedem Fall. Oh, wir wechseln auch nochmal. Da kommt das Geburtstagskind, der Fußballer Gottmar Mabuba. Ja, die waren natürlich, oder wir waren noch mitten im Wechselvorgang. Da kann man natürlich dann keinen Freistoß ausführen. Ja, jetzt zunächst. Ah, nee, so, wir wechseln anscheinend noch nicht, oder? Zunächst. Doch, jetzt kommt gleich. Sasso Sand kommt, glaube ich, runter. Ja. Genau, Luca Sasso Sand verlässt den Platz bei unserem SVE. Ja, der schleicht aber ganz schön. Der sollte sich noch mal ein bisschen beeilen. Der hat nämlich schon gelb gesehen. Nicht, dass der hier noch die gelb-rote Karte sieht. Ja, jetzt der Schiedsrichter, der guckt schon so. Ja, mach mal ein bisschen schneller, Junge. Komm, geh vom Platz. Ja. Sasso Sand holt da wirklich jede Sekunde raus, die jetzt geht. In der 71. Minute. So. Luca Sasso Sand ist jetzt neu dabei, das Geburtstagskind Goli Mabuba. Jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Der kommt lang nach vorne. Kevin Selzer war das, aber der landet in den Armen von unserer Nummer 1 mit der Nummer 23, André Popescu. Und auch der hat jetzt natürlich Zeit. Diefenbach gewinnt zwar das Kopfballduell, aber der Ball landet trotzdem beim Gegenspieler. Aber Einwurf dann für unsere Eintracht. So, wo sortiert sich denn der Fünfer ein? Nein, er sortiert sich doch in der Abwehrkette ein. Der Herr Ullemeier.
Ja, zumindest zunächst. Also, aber so ab der 80. Minute könnte das nochmal anders aussehen. Könnte ein Wechsel mit ein bisschen Weitsicht gewesen sein von Selim Öztürk. Würde uns zumindest hier nicht überraschen. Diefenbach, Nutzhaus bleibt der Mai-Besitz. Ah, schade, da war auch viel Gehakel. Und Jupsina, weiß nicht, ob das so gewollt war, aber geht auf Nummer sicher. Ich behaupte einfach mal nein, ja. Den hat er sich anders vorgestellt. Ja. Ist aber kein Problem, ja, ist nichts passiert. Jetzt direkt schon das Kopfballduell. Ah, schade, den kann Saki Nutzhaus leider nicht kontrollieren, deswegen tropft der Ball ins Aus. Oh, Achtung, da ist Esther, der geht an Sinar vorbei, in die Mitte zu Fehl, aber da ist wieder Simon Maurer, der mal wieder einen Zweikampf gewinnt. Also der hat sich heute den Maurer da hinten drin mehr als verdient. Ja, das ist eine beeindruckende Leistung des Eintracht-Kapitäns. Unterdessen die Zuschauerzahl. Hier durchgesagt wird von unserem Stadionsprecher von Markus Köbler. 868 Zuschauer haben sich an diesem Samstagnachmittag im Trierer Moselstadion eingefunden. Wir sagen danke fürs Kommen und hoffen, ihr habt es nicht bereut. Ja, hoffen wir, dass alle Zuschauer hier mit einem Siegerlächeln auch nach Hause gehen dürfen. Da muss aber noch ein bisschen Zeit von der Uhr, denn wir haben noch wie viele Minuten zu spielen? Ja, eine knappe halbe Stunde, ja. 74. Spielminute, die läuft. An dieser Stelle eine kurze Entschuldigung von unserer Seite für die Uhr, die zeigt da oben nämlich eine 13 an. Das tut uns leid, das kam, nachdem die Stunde runtergelaufen ist. War jetzt das erste Mal hier der Versuch. Wir haben, ihr seht es auch an den Grafiken, ein neues Programm im Einsatz, das dann auch am kommenden Freitag beim Flutlichtspiel in Feddersheim zum Einsatz kommen soll. Anstoß um 19.30 Uhr, SVETV natürlich wieder mit dabei. Und da soll dann hier die neue Software zum Einsatz kommen. Wir sind noch dabei, uns da einzugewöhnen. Vielen Dank für euer Verständnis. Ah, das kann man pfeifen. Sehr rustikaler Einsatz da gegen die Nummer 22. Leo Luca Diefenbach hält sich jetzt ein bisschen den Rücken. Aber ich denke, das sollte weitergehen. Ja, genau so ist es. Und auch das nimmt alles Zeit von der Uhr. So, Pesco gibt dann nochmal letzte Anweisungen, schaut jetzt und jetzt ist der Ball wieder im Spiel. Brandscheid da auf rechts, kriegt dann noch der irgendwie einen Eckball oder ähnliches. Ja. Gute Besserung. So, Kinscher über die ungewohnte linke Seite, macht das aber gut und holt die Ecke raus für den SVE. Und das ist, ihr wisst es alle, eine Aufgabe für den Mann mit der Nummer 10, für Athanasios Nutzos. Und das muss man ja sagen, bisher in dieser Partie waren die Standards gar nicht so verkehrt. Nee. Noch nicht viel bei rumgekommen. Vielleicht da jetzt Nutzhaus. Kommt scharf! Oh. Und Brandscheid. Da hatte ich schon den Jubelschrei auf den Lippen. Köpft da fast das 2:0. Scheint allerdings
noch ein Mechtersheimer am Ball gewesen zu sein, denn es gibt direkt die nächste Ecke hinterher. Wieder ein Fall für Saki Nutzos, dass er das Prädikat Standardspezialist durchaus verdient hat. Das hat er ja im letzten Heimspiel hier mit seinem Traumfreistoßtor gegen den FC Karbach bewiesen. Jetzt kommt die Ecke, wieder ausgeführt von Nutzos. Ball landet bei Maurer. Kinscher aus dem Hintergrund. Guter Abschluss von Dominik Kinscher. Das Tor, das wird ihm natürlich auch Selbstvertrauen gegeben haben. Unser Mann mit der Nummer 18. Kinschi. Ja, misslungene Ballannahme von Georg Ester. Und Ali, ich will die Gäste an dieser Stelle auf gar keinen Fall abschreiben. Aber so ein bisschen ist der Drive, den sie hatten, so diese Feldüberlegenheit, auch das Glück in den entscheidenden Situationen, das ist zumindest gerade hier wieder ein bisschen raus. Ja. Also der SVE, dem hat die Führung sichtlich gut getan. Ja. Das bringt uns natürlich dann auch in die komfortable Situation, dass wir ein bisschen tiefer stehen können. Und man, schöner Ball da von Nutzos, kommt Liefenbach da ran, da kommt er aber. Leider ist der Mechtersheimer Torhüter da auch noch mit im Spiel. Ja, aber zurück zur eigentlichen Ausgangsfrage. Wir spielen jetzt auch wieder mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen nach dem 1:0. Uns gelingen wieder mehr Situationen. Das Tor hat unserem Spiel wieder viel, viel Stabilität gegeben. Und in der Abwehr stehen wir eigentlich schon das ganze Spiel aber gut. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Ja. Wieder mal eine sehr treffende Analyse von dir. Das kennen wir ja eigentlich nicht anders. Tolle Bewegung da von Diefenbach. Dann allerdings auch gut zugestellt der Passweg von dem Mechtersheimern. Kevin Heinz setzt nach und kann das Leder sofort zurückerobern. Und auch das ist ein Aspekt, den man hier durchaus mal positiv hervorheben muss. Wir hatten gerade in der Anfangsphase dieser Saison immer wieder Probleme, die zweiten Bälle zu bekommen. Also, da haben wir uns wahnsinnig schwer getan. Auch das klappte insbesondere hier im Moselstadion zuletzt viel, viel besser. Ja, jetzt zeigt der Unparteiische da Freistoß an. Foulspiel an Thorsten Ullmeier, angeblich. Angebliches Foulspiel an Thorsten Ullmeier. Knappe 10 Minuten noch, oder sagen wir gute 10 Minuten noch. Unterdessen hat Adam Busit hier für dieses Foulspiel an Ullmeier die gelbe Karte gesehen. 10 Minuten noch zu spielen hier im Moselstadion. Nochmal Freistoß, Gelegenheit für Kevin Selzer. Den Mann mit der Nummer 17 probiert das direkt. Ne, macht er nicht. Unterdessen bahnt sich beim SVE der letzte Wechsel an. Jetzt ist es soweit. Alexander Biedermann wird kommen. Der Stürmer mit der Nummer 32. Spitzname Speedy. Und da wisst ihr auch schon, was das Stündlein geschlagen hat. Der soll jetzt bei Kontersituationen nochmal für Gefahr sorgen. Alexander Biedermann. Und den Platz verlassen wird Saki Nutzos, der hat insbesondere im ersten Durchgang hier ein tolles Spiel gemacht. Ja, er hat heute auch einfach unheimlich viele Kilometer auf dem Tacho. Der hat so viel Laufarbeit geleistet. Angeschlagen war er ja, das heißt angeschlagen hatte ja eine oder hat eine Verletzung im Zehgelenk, also das Laufen, das sieht man ihm jetzt auch nochmal an, das muss eine ziemlich schmerzhafte Geschichte für ihn heute gewesen sein, aber vor allen Dingen unter diesen Widrigkeiten hat er heute der Mannschaft sehr, sehr viel geholfen. Tolle ja, Leistung. Da jetzt auch direkt auf der Trainerbank Platz, Rudi Tömmes, der muss jetzt stehen.
Unterdessen der SVE wieder im Angriff. Kinscher, den hat er sich, glaube ich, zu weit vorgelegt. Ja, schade. Trotzdem eine gute Bewegung von Kinchi. Vielleicht soll er jetzt so ein bisschen in die Rolle von Nutzers schlüpfen. Ja, sieht fast so aus. Er orientiert sich ins Zentrum. Biedermann, die Position von Jan Brandscheid als Mittelstürmer eingenommen. Aua, aua, und Brandscheid zurück. Rechts. Jupsina, der bleibt da liegen und der zeigt sofort an, das hat wehgetan. Hat er mich, das haben wir, wenn wir das richtig beurteilen können, von ihr das Bein stehen gelassen. Er hält sich, was hält er sich denn? Ich glaube, das ist das Schienbein, oder? Es geht aber weiter auf jeden Fall. Entwarnung, Jupp steht wieder. Also, weiter geht's für Jupp. Diefenbach macht das gut, clever, und da ist der neue Mann, da ist Alexander Biedermann, und da nimmt er auch schon Tempo auf. Vergisst dabei fast den Ball, aber setzt gut nach. Du siehst, jetzt ist da nochmal die Konterchance, aber gut gemacht. Und jetzt liegen da gleich, also lagen da gleich zwei, jetzt liegt nur noch einer. Felix Fischer ist nur das. Noch Felix Fischer, ja. Und auf der Mechtersheimer Trendermark hat sich da Heiko Magin auch lautstark echauffiert. Scheint weiterzugehen, ja, bei Felix Fischer. Ja. Auch hier gute Neuigkeiten, auch hier die Entwarnung. Der Mann mit der Nummer 6, er kann wohl weitermachen. Kinscher, ja, da lässt er sich natürlich ein bisschen leicht aussteigen. Aber die Defensive, die gehört vielleicht auch nicht unbedingt zu seinen Stärken. Das macht er gut. Schöner Pass da für Biedermann. Brandscheid kommt mit. Der läuft in Position, aber bleibt er leider hängen am Nummer 15. Das ist Yannick Marx. Ha, Brandscheid lässt den Ball liegen für Adam Buzid. Der macht sich jetzt auf zum Einwurf. Sucht Biedermann. Der arbeitet gut mit dem Körper. Zu gut mit dem Körper, denn der Schiedsrichter, der wertet den Einsatz als einen Tick zu hart, deswegen Stürmerfoul. Langer Ball, der Mechtersheimer untersteht. Wer sonst? Simon Maurer. Bezieht, versucht den Ball noch zum Gegenspieler zu lenken, sodass es Einwurf für die Blau-Schwarz-Weißen gibt, aber ja, leider ist es dann doch die TuS aus Mechersheim, die einwerfen wird. Das ist Dennis Sommer. Und der wird weit reinsegeln. Maurer gewinnt das Kopfballduell. Kinscher, ja, raus aus der Gefahrenzone. Also ich sag's mal so, ja, wenn... Der war doch aber hier vorne im Aussicht da. Ja, das stimmt. Den hat er sich denn ein? Ordentlich nach vorne gelegt. Ja. Kinscher mit Brandscheid. Unkonzentriertheit da von Kinscher. Immel. Nochmal mit Selzer. Also Mechtersheim kommt nochmal in den letzten 5 Minuten dieser Partie, die soeben angebrochen sind. Ja. Fischer. Es gibt Freistoß für Mechtersheim. Fischer, der packt sich an den Kopf. Der kann es nicht glauben. Ja, kann man pfeifen, glaube ich, aber... Also fand ich ganz schwer zu sehen. Kann ich mir kein Urteil zu erlauben zu dieser Szene. Sehr wohl aber zu dieser Freistoßsituation. Und die hat definitiv das Prädikat brandgefährlich. Die Position, oh ja, die ist sehr gefährlich. Da steht Kevin Selzer, den zweiten potenziellen Freistoßschützen. Na, kann ich jetzt nicht benennen. Der steht nämlich mit der Brust zu uns, also können wir die Nummer nicht sehen. Die Mauer steht, da hat sich auch noch Mechtersheimer mit eingeschlichen. Und der... Ich glaube, da hätte man nochmal ein Tor drüber bauen können und der wäre nicht reingegangen. In Mombach wäre das ein Field Goal gewesen. Ja, auf jeden Fall.
keine Gefahr da, die Freistoßsituation. Eine ungenutzte Chance geblieben. Mabuba, klar aufgestürzt. Geschiffen. Also nochmal ein Wort zu Simon Maurer. Wenn der Türsteher wäre, dann wäre die Disco leer. Das kann man, glaube ich, so sagen. Kevin Heinz jetzt nochmal schön nach Pass von, natürlich von Simon Maurer über die linke Seite. Verliert die Kugel, aber gut aufgepasst. Vom Geburtstagskind von Mabuba, der nimmt Heinz mit. Fahne bleibt unten. Kevin Heinz geht ins 1 gegen Heinz und holt die Ecke raus. Die nächste. Ja, in den letzten zwei Aktionen, da hat mir so ein bisschen die Zielstrebigkeit gerade in der Offensive gefehlt. Da haben sich eigentlich alle so ein bisschen auf Kevin Heinz verlassen. Ja, muss man aufpassen, dass in der Schlussphase hier nicht so ein bisschen der Schlendrian noch reinkommt. Mhm. Du sprichst es richtigerweise schon an. Auch jetzt hier sind noch 2,5 Minuten zu spielen, Diefenbach. Ja, ich sag mal, durchwachsen gelöst. Heinz schlägt ihn nochmal nach vorne. Biedermann toll verlängert für Brandscheid. Bisschen Billard. Ah, leider. Ah, kommt Buzita nochmal ran. Ja, kommt der. Aber jetzt. Oh, nee. Das ist in meinen Augen eine Fehlentscheidung. Ja, Kinscher stellt sich jetzt nochmal vor den Ball. Unterbindet den Freistoß, den potenziell schnell ausgeführten Freistoß der Gäste. Und dieser Freistoß, der geht ins Nichts. Simon Maurer steht da. Tricht den Ball wieder in die Hälfte der Mechtersheimer. Natürlich möchte man so wenig Risiko wie möglich eingehen in den Aktionen bei der Eintracht. Oh, Fehlpass da vom Mechtersheimer Torhüter, von Klug und jetzt Brandscheid. Der kann nochmal Meter machen, sieht Diefenbach auf der linken Seite, der schaut. Was macht er? Geht ins 1 gegen 1, schließt selber ab. Oh, der war knapp, oder? Ah, der war knapp. Kann man so machen, Leo, ja. Luca Diefenbach. Das Problem in dieser Szene war, glaube ich, dass Jan Brandscheid den Kopf ein bisschen spät hochgenommen hat. Sonst hätte er gesehen, dass Alexander Biedermann da vorher ziemlich gut in die Lücke gestartet war. Als Brandscheid dann so weit war, da war dann leider der Weg versperrt für Biedermann. Oh. Toll da von Diefenbach. Biedermann, ja, bricht nochmal ab. Nicht gut gemacht, da vom eingewechselten Stürmer Fischer, Ball landet wieder bei Biedermann. Also hier unten auf der Mechtersheimer Bank, da winken sie schon ab, da sehe ich jetzt noch keinen Grund zu, Kevin Heinz. Und dann gibt es Ballbesitz für die Eintracht, halbe Minute noch. Ja, die Mechtersheimer Trainerbank, die steht, also eigentlich haben die aktuell zwei Trainer, ist nämlich noch... Heiko Magin, könnt ihr der ein oder andere noch aus Wormser Zeiten kennen. Auch im letzten Jahr noch bei der SC Auenstein tätig. Und der neue Trainer. Ah, schöner Ballgewinn. Wieder für Biedermann. Ja, kann man pfeifen. Bisschen zu robust von Alex Biedermann. Und sieht er jetzt noch gelb dafür? Noch ein kleines Wortgefecht da. Ja, der sieht gleich nur gelb. Aber kann man dafür gelb zeigen? Ich weiß es nicht. Nee, in meinen Augen nicht. Nee. Erste wirklich fragwürdige Entscheidung vom Unparteiischen, von Julian Geid. Aber, na gut, für beide, für das Scharmützel, ja, vielleicht, das ist okay. Also in Summe, ich wollte ihn gerade loben und wollte sagen, Julian Geid hat hier ein gutes Spiel gemacht. Halbe Minute sind wir jetzt über der regulären Spielzeit. In dieser Partie. Schauen wir mal, wie lang hier noch nachgespielt wird. 3 Minuten brüllt der Unparteiische, wie auf Zuruf. Ja. Daniel Paulus so reagiert mit Unverständnis. Ist damit nicht so einverstanden. Simon Maurer ist zur Stelle und gewinnt auch dieses Kopfballduell. Kann es jetzt nochmal schnell gehen? Ah, nein. Kevin Selz hat aufgepasst und klärt vor Leo Luca Diefenbach. Trotzdem TuS Mechtersheim im Vorwärtsgang. Schöner Pass auf Erik Feeth in Begleitung von Sina. Assistent zeigt sofort an, gar nichts. Nee, das war kein Ball, kommt nochmal zu Immel. In den Rücken gespielt. Da
Ja, das gibt Abstoß. Und das müsste Abstoß geben. Das gibt Abstoß, kein Foul da gepfiffen. Kevin Heinz hätte da das gerne so gehabt. Ja, war für mich aber auch ein Tick zu wenig, kann man schon so. Also, anderthalb Minuten sind schon rum hier in der Nachspielzeit. Nochmal genauso lang muss der SVE hier ausharren, aushalten, um den nächsten Heimdreier. Boah, jetzt gibt es auch noch Geld für Popescu wegen Zeitspiel. Ja, das ging schnell. Das waren jetzt, glaube ich, 15 Sekunden, die Popescu sich da Zeit gelassen hat. Das haben wir schon ganz anders erlebt in der Vergangenheit. Abschlag kommt nicht so wahnsinnig weit ins Zentrum. Hey. Oh, das kann man auch geben, dieses Foul da an Mabuba. Kevin Heinz macht keine Gefangenen. Nee, der geht auf Nummer sicher und tritt den Ball ins Aus. So, Mechtersheim geht der Torwart noch mit nach vorne. Nee, der bleibt, aber ansonsten fast alle gleich im 16er. 45 Sekunden hier. Noch auf der Uhr. Kommt weit reingeflogen. Achtung, der Fünfer gewinnt das Kopfballduell. Das ist Ulemeier. Heinz köpft ihn raus. Ja, es ist hier noch nicht Schluss. Kinscher bleibt dran an Selzer. Heinz wieder ins Aus. So, 20 Sekunden. Muss eigentlich ein sicherer Ball für Jupp sein, genau. Und jetzt ein sicherer Ball für Brandscheid, genau. Und der trägt ihn da erstmal raus. Jan Brandscheid, klasse. Klasse, komm, mach wieder Brenny. Gut, 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 komm. Hat nicht mehr die Kraft, um ja, da nochmal richtig anzuziehen. Biedermann, raus, raus. Gut. Kinschi, komm. Ja, genau. Gut für Mabuba, jetzt Kinscha. Ein Versuch nochmal zur Grundlinie. Setzt seinen Körper da wunderbar ein. Und verfehlt den zweiten Treffer nur knapp. Alter. Aber das macht nichts, denn es reicht. Es reicht zum dritten Heimsieg, oder? Dritter Heimsieg in Serie für den SVE. Eintracht Trier schlägt den TuS Mechtersheim mit 1:0 im heimischen Moselstadion. Sie haben eben nochmal den lachenden, den grinsenden Eintracht-Kapitän Simon Maurer im Bild gesehen, der hier heute eindeutig Man of the Match geworden ist. Ja, Ali, dritter Heimsieg in Folge, 1:0. Mechtersheim, laut Daniel Paulus, eine der stärksten Mannschaften in dieser Oberliga. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, wenn man, jetzt hat der Köbi gerade umgeschwenkt, aber man, wenn man jetzt aufs Spielfeld schaut, dann sieht man, wie die Spieler gerade, wie viele Spieler von uns gerade zu Boden gesunken sind, weil das war heute wirklich ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit, besonders in der zweiten Hälfte. Das war ein sehr unangenehmer Gegner, die waren auch präsent in den Zweikämpfen und auch vorne gefährlich. Das haben sie besonders in der zweiten Halbzeit immer wieder angedeutet. Wir machen das Tor in der zweiten Halbzeit in einer Phase, in der Mechtersheim wirklich gerade die Oberhand gewonnen hatte. Das war schon ein Stück weit glücklich, aber ich glaube, wenn wir uns die 90 Minuten komplett ansehen, das heißt auch noch die erste Halbzeit mit die Wertung reinnehmen, dann ist das auch in der Höhe so ein gerechtes Ergebnis, denke ich. Ja, Ali, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen und dann sage ich einfach mal vielen, vielen Dank auch an euch mal wieder fürs Einschalten. Und wir haben in der zweiten Hälfte, ihr habt es vielleicht gemerkt, auch einen Kameramannwechsel gehabt. Da dürfen wir auch Danke sagen an Martin Köbler, der das hier von Ricardo Krechel übernommen hat. Wir liefern euch heute im Nachgang dieser Partie zum ersten Mal wieder Stimmen. Da haben wir mit Hanna Böhme einen Neuzugang im SVE-TV-Team zu verkünden. Die seht ihr gleich. Wir werden da wahrscheinlich Dominik Kinscher, den Torschützen, sehen. Und im Idealfall auch noch Kapitän Simon Maurer. Wir danken fürs Einschalten. Wir sehen uns am kommenden Freitag, wenn der SVE in Feddersheim auf die TSG Feddersheim trifft. Alles Gute, bis dahin, vielen Dank, sagen Niklas Stilz und Alexander Hein. Dominik, alles klar. Erstmal Glückwunsch irgendwie zum Geburtstag nachträglich. Geburtstagskind, heute Einwechslung. Joker-Tor, ich glaube, nach 2 Minuten gefühlt. So kann es laufen, oder? Ja, erstmal danke für die Geburtstagsglückwünsche, die nachträglichen. Ist natürlich dann schön, wenn man eingewechselt wird in so einem schweren Spiel, wo es dann hoch und runter geht, wo es dann 0-0 steht und dann mit dem ersten Ballkontakt dann das 1-0 zu machen, ist natürlich dann schön. Die Jungs haben sich auch für mich mitgefreut, das halt auch immer. Das zeigt auch, dass wir ein Team sind, dass alle füreinander da sind und das ist natürlich dann umso schöner, dass es dann halt klappt und dann auch 1-0 ausgeht. Das freut man sich natürlich umso mehr. Ja, bist du deine Einwechslung, vor allem in der zweiten Halbzeit, sich die Eintracht so ein bisschen schwer getan? Was glaubst du, warum?
Boah, das müssen wir aufarbeiten. Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich habe mich wirklich intensiv warm gemacht hinten. Ja, müssen wir aufarbeiten. Gerade zu Hause, dann aus der Halbzeit, ein bisschen schwer rausgekommen. Ja, müssen wir gucken, dass wir das, dass uns das so nicht mehr passiert. Ja, es ist heute gut gegangen. Das ist schön. Und ja, arbeiten wir auf und dann geht es am Freitag zum nächsten Spiel. Okay, heißt, heute Abend kann noch ein bisschen sowohl der Geburtstag als auch der Sieg gefeiert werden. Ja gut, am Mittwoch war es schwer, den Geburtstag ein bisschen zu feiern. Ja, vielleicht dürfen wir heute bis 10 Uhr raus. Mal gucken, was der Trainer sagt. Ja, morgen ist frei und dann geht es dann quasi ab Montag dann auf Blick zum nächsten Spiel. Okay, danke schön. Bitte schön. Das heißt an mir, ich sage mal, wir haben hinten in der Verteidigung allgemein die Viererkette, auch die Sechser vorne dran, haben heute nichts zugelassen, waren wirklich eine Wand hinten und jetzt haben wir 2-0 gespielt in der Liga, die Serie wollten wir fortsetzen, ist uns heute gelungen und ich denke, alles in allem, dann war es auch verdient. Wie schwer war es, sich auf Mechtersheim vorzubereiten? Die haben jetzt 2 Wochenenden Spielpause gehabt plus neues Trainerteam. Gut, also wir gucken ja auf uns. Ne? Also ich sag mal, wir sind Eintracht Trier und wir gucken jetzt nicht auf die anderen. Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Bei uns war heute jeder hat ein bisschen schwere Beine gehabt. Wir haben eine englische Woche gehabt jetzt wieder, sind alle ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen. Aber trotzdem haben wir 90 Minuten uns durchgebissen und wie gesagt, hochverdient, denke ich. Okay, danke schön. Gerne.